darum, ob Sie das Triple aus UEFA Cup, DFB-Pokal und Deutscher Meisterschaft schaffen. Und Bernd Arnold, haben Sie? Sie haben endlich, muss man sagen, heute am letzten Spieltag. Das heiße Kopf-an-Kopf-Rennen mit Verfolger Duisburg ist entschieden. Duisburg lag nämlich nur einen Punkt zurück. Deshalb mussten die Frankfurterinnen heute gegen Essen-Schönebeck unbedingt gewinnen. Und sie haben gewonnen, sogar ganz souverän mit 5:1. Der erste FFC am Ziel aller Träume angekommen. Endlich ist er da. Kapitän Tina Wunderlich hatte den Pokal als Erste in den Händen. Und dann durfte ausgiebig gefeiert werden. Ein wirklich ergreifender Moment vor diesem Publikum mit dieser traumhaften Mannschaft, das Triple erneut geschafft zu haben. Also wir sind einfach nur riesig glücklich und für mich ein wirklich unfassbarer Moment. Mehr als 4.500 Zuschauer waren ins Stadion am Brentanobad gekommen. Ein neuer Bundesliga-Rekord. Und auf Tore mussten sie nicht lange warten. Der erste FFC Frankfurt in den weißen Trikots machte gegen Essen gleich richtig Druck. Top-Torjägerin Birgit Prinz mit dem 1:0 bereits nach 9 Minuten. Prinz war es auch, die in der 24. Minute das 2:0 machte. Das beruhigte die Nerven. Vorher war ich ein bisschen unsicher. Im Spiel hatte ich dann eigentlich relativ schnell ein gutes Gefühl, weil wir es ja eigentlich ganz gut im Griff hatten und unsere Torchancen am Anfang auch gut verwertet haben. Und da dachte ich, okay, das wird schon klappen. Nach dem 3:0 durch Gareth Frikes gelang Sandra Smisek ein wahres Traumtor. 4:0. Essen chancenlos. Das war wunderschön gemacht. Und die Laola ging sogar durchs Stadion. Und das war's immer noch nicht. Birgit Prinz krönte mit ihrem dritten Tor schließlich den deutlichen 5:1 Erfolg. Mit dem Schlusspfiff war dann alles klar. Der erste FFC Frankfurt ist zum 7. Mal deutscher Meister und hat in dieser Saison einfach alles gewonnen. Es ist einfach nur eine wahnsinnige Freude, weil es war eine sehr große Anspannung, ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite hat die Mannschaft das ganz souverän gelöst und ich bin einfach nur stolz. Auch die Fans des ersten FFC waren stolz auf ihr Team. Ist auf jeden Fall super. Also wir haben darauf gehofft und wir haben die Mannschaft gut unterstützt, die ganze Saison über. Und sie hat es auf jeden Fall verdient. Wenn man ein ganzes Jahr durchgespielt hat und die 22 Spiele sich betrachtet, ist es immer wieder ein Erfolg, wenn man im Endeffekt oben steht. Das Triple zu holen und so super durchzumarschieren diese Saison. Einfach nur geil. Ganz klar, der erste FFC ist das Maß der Dinge im deutschen und europäischen Frauenfußball. Und wo zieht's die Sieger immerhin nach so einem Erfolg? In den Frankfurter Römer. Für die Frankfurterinnen ist der Kaisersaal ja schon zu einer Art Wohnzimmer geworden. Und in diesem Jahr gab es ja 3 Titel zu bejubeln. Den DFB-Pokal, den UEFA-Pokal und mit dem Sieg heute auch noch die deutsche Meisterschaft. Doch vor der Kür im Kaisersaal stand die Pflicht, sich zeigen auf dem Balkon des Römers und singen mit den Fans. Die durften sogar der Ehrung im historischen Kaisersaal folgen, auf besondere Einladung der Oberbürgermeisterin. Also das Rathaus gehört den Bürgern und das ist jetzt der 2. Triple, den ich in meiner Amtszeit auch mache, alle 6 Jahre. Und ich finde, dass die Fans, die so treu dabei sind, dann auch dabei sein sollen, wenn die sich ins Goldene Buch eintragen. Die Oberbürgermeisterin selbst platzierte die 3 FFC-Trophäen 2008 neben das Rednerpult. Katrin Klim, Petra Wimberski und Conny Polas mit den Pokalen. Die Nähe zu den Fans sorgte für großartige Stimmung. Also wir waren wirklich begeistert und erstmal Dankeschön an die Fans, die uns so gut unterstützt haben, auch heute. Die haben alle an uns geglaubt und wir sind auch dankbar, dass sie da waren. Wie Birgit Prinz trugen sich alle ins Goldene Buch ein für das 2. Triple nach 2002.